Also jetzt steht die wirklich letzte Fahrt mit dieser Transportseilbahn Kette bevor. Und heute wird die Kabine noch abgehängt und die wird ab heute auch nicht mehr fahren. Die Bahn ist 1964 erbaut und in Betrieb genommen worden. In diesen 58 Jahren sind rund 300'000 Fahrten mit dieser Bahn absolviert worden. Wir befinden uns hier am Standort der Stütze 1, der steilsten Materialseilbahn weltweit, wo auch die neueste, steilste Pendelbahn mit Personentransport mit 285er Kabinen und Gütertransport zusätzlich mit 2,5 Tonnen Unterlast entsteht. An diesem Standort befindet sich nachher auch die neue Stütze 1 der neuen Pendelbahn. Ab nächsten Montag sind wir bereits dran, mit den Stützen zu demontieren. Das sind noch ein paar Herausforderungen, weil die Stütze kragt eigentlich über einen Fels aus. Man muss das natürlich sich vorstellen, dass man es schräg ausfahren muss, den Sattel runterlässt. Aber wenn man ihn gerade runterlässt, dann ist er bereits zuunterst im Stechelberg, in der Flur. Also den muss man zurückziehen. Als Einheimischer, als geborener Mörner für Mörner so eine Bahn zu bauen, das ist einmalig eigentlich. Das ist ein Mal im Leben und dann machst du es nicht mehr. Also ist schon cool, muss ich sagen. Ich verspreche mir vom Neubau der Bahn, dass die Anzahl Gäste, dass sie ringer auf das Mörruhe kommen, dass das Umsteigen fortfällt, es geht schneller, es können mehr Leute die Chilton besuchen. Es verführt vielleicht auch dazu, einen längeren Aufenthalt noch zu Mürren zu machen, weil man ja schneller ist, weil es grössere Kabinen sind. Der Seilschuh für das Projekt Schildhorn hat speziell daran, dass wir eine Zentralschmierung montieren. Das hat den Vorteil, dass man die Schmierung des Messingprofils nicht auf den Stützen oben vornehmen muss, sondern dass das automatisch ausgeführt wird. Der ganze Seilschuh hat doch eine Länge von 18 Meter und das gibt einen rechten Aufwand, um das von Hand zu schmieren. Wir haben jetzt hier unsere Schweissnähte, die wir prüfen. Der Schweißer dort so weit vorbereitet, dass die prüfgerecht und dass die auch sauber verputzt sind und alles. Und dann machen wir hier eine Ultraschallprüfung auf die inneren Fehler. Und wenn das gut ist, machen wir noch die äußeren Fehler noch mit Magnetpulver unter UV-Licht. Dann, ja. Wir sind die Einzigen, die uns freuen, wenn wir einen Fehler finden. Wir haben angefangen mit den zwei Füßen, haben die montiert und ausgerichtet. Dann haben wir den oberen Stock montieren, den wir mit dem Geometer eingemessen haben. Und dann so zurückgeheicht das erste Mal. Dann jeden weiteren Stock zurückgeheicht mit Flaschenzug, bis wir dann das Zugband montieren können. Ja, wir sind zu Mürren auf der Stütze 1 von der neuen Bahn. Ja, man sieht unten den Stechelberg und die Station. Ja. Jetzt bauen wir gerade den Sattel zusammen. Normalerweise läuft man die an einem Stück, aber gell, die sind jetzt viel zu schwer für einen Kran. Da haben wir uns entschieden, jetzt die hier oben zusammenzubauen. Ja, vor allem halt, das Gelände ist halt da schon eine riesige Herausforderung. Es hat schon die hohe Wand hier. Und man muss nicht meinen, dass bei dieser Wand nachher flach weitergeht. Ja, das Wetter hier ist natürlich sehr ein wichtiger Faktor. Wenn es trocken ist, geht es uns viel ringer. Wenn es halt ein Schäumchen Schnee hat, das braucht nicht einmal viel. Es ist alles glatt und glitschig und halt auch schon sofort gefährlich. Oder Regen bremsen, aber der Schnee ist halt schon das, was eine Herausforderung wird. Sofort. Und jetzt sind wir halt auch Herbst, und es kann halt all Tag schneien. Ja. Die Fachwerkstütze ist keine gleich, auf der ganzen Welt nicht. Das ist nochmal etwas sehr Spezielles, das ich auch noch nie gesehen habe in dieser Art. Und ja, das macht es so spannend und es wird sicher nicht langweilig auf diesem Job. Ja. Also wir haben angefangen, die Stahlbaumontage Stechelberg. Das war das erste, was wir dieses Jahr gemacht haben.
und der Ablauf ist eigentlich mehr oder weniger gäng der gleich. Das fängt an mit einem Traggerüst auf die bestehende Station, auf Betonkonstruktion. Auf das oben drauf kommen Zeilsättel mit dem ganzen Zubehör, das es gibt. Dann müssen wir das auch mit dem Geometer wieder ausrichten, dass die Talstation in den Berg und die Bergstation ins Tal gucken. Wir haben vor der Pendelbahn Stechelberg-Mürren. Die schweren Antriebskomponenten in da. Also das ist einerseits Antriebsscheibe, Gegenscheibe mit dem 12-tönnigen Getriebe dazu, der Elektromotor ist jetzt einfach mal im Haus drin, platziert, zu grob zusammengestellt. Es ist wirklich extrem spannend, diesen Bauarbeiten zuzugucken. Und wir ziehen von der Bauerschaft wirklich den Hut von den täglichen Leistungen, die hier gebracht werden. Hier im Stechelberg, im Anschluss an die Holzbauarbeiten, haben wir die ganzen Flachdacharbeiten, Spengelereiarbeiten, so dass man dann parat ist, dass Caraventa mit dem Seilzug und den Installationsvorbereitungen weiterfahren kann. Ja, heute sind wir jetzt dabei, die Nemo-Seile einfliegen. Das ist das Vorseil, dass man das erste Vorseil wieder vom Berg ins Tal ziehen kann und nachher die Tragseile nach oben. Und jetzt ist das Problem nicht, aber dass man über die Stütze überall das Seil in die richtige Rolle hineinfliegen. Und zum Schluss stoppen wir es hier oben am Berg abstoppen. Dann ist es für einen Heli eigentlich schon wieder vorbei. Wir haben hier ein 42,5er Zugseil, 6-litzig. Die Spleisslänge, die wir hier gemacht haben, sind 1500 mal Durchmesser. Das heisst, wir sind Minimum bei 65 Meter gut. Weil wir so steil sind, ist unser Laufwerk so stark geneigt, dass wir die Tendenz haben, dass es überkippen mag. Und dass wir das überkippen können, ausschliessen können, haben wir eine Spezialkonstruktion von einem Laufwerk, ein asymmetrisches Laufwerk, sodass wir eben nicht mehr so hohe Auflagekräfte haben, dass wir das optimieren können. Bauen wir unser Laufwerk asymmetrisch, was wir auch noch nie so gemacht haben. Wir haben jetzt das Laufwerk aufgesetzt, weil im Tal unten ist es viel zu hoch und vor allem auch zu steil. Deswegen haben wir jetzt hier das Laufwerk ins Gehänge montieren und dann nachträglich runterfahren ins Tal und unten können wir eine Kabine gerade aufziehen. Die 85er Kabinen haben eine maximale Kabinenlänge, weil es sich um die steilste Pendelbahn der Welt handelt. Und dann darf natürlich im Bremsfall die Kabine und das Gehänge nicht mit dem Seil kollidieren können. Und darum haben die Kabinen eine maximale Kabinenlänge. Und das gibt dann natürlich auch für die 85 Kabinen eine sehr breite Kabine, weil sie eben sehr kurz sein muss. Wir haben heute einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben auch das zweite Fahrzeug jetzt an die Seile hängen, termingerecht auf den Tag. Jetzt geht es weiter mit den entsprechenden Inbetriebssetzungen, Vorabnahmen, Abnahmen, sodass wir die Anlage termingerecht, wie vertraglich vereinbart, am 14. Dezember dem öffentlichen Betrieb und dem Kunden übergeben. Chilturnbahnen. Die haben zwar eine gute Mechanik, aber die Mechanik alleine fährt nicht einfach bergauf und ab. Für das braucht es auch eine Steuerung und die entsteht hier bei uns im Werk. Die Luftseilbahn, die ist ja sehr, sehr steil und die verfügt über ein ziemlich spezielles Bremssystem.
Das ist natürlich eine Herausforderung in so einem Prozess von einer Steuerung. Dann kommt dazu, dass die Anlage einen Verladeroboter hat, dass man Container unter die Kabine hängen kann. Der Verladeroboter hat auch Kommunikation mit unserer Steuerung. Und das ist einfach noch nicht da gewesen. Das haben wir einfach mal von null komplett müssen frisch aufbauen, das Konzept dazu machen, implementieren. Ja, und das macht das Projekt natürlich sehr interessant. Wir haben jetzt heute hier erstmalig das Gütesystem in der Station Stechelberg in Betrieb genommen und mal das erste Mal einen Container unter dem Fahrzeug angehängt mit dem Gütesystem. Also ich beschäftige mich jetzt seit fünf Jahren mit dem System. Von der ersten Skizze, ersten Idee, wie könnte man es machen, jetzt bis heute das erste Mal den Container am Fahrzeug gehängt hat, ist das natürlich schön, dass man jetzt eigentlich den Lohn von der Arbeit sieht. So. Also jetzt haben wir gerade eine Bremse gemacht mit der Sicherheitsbremse. Ein erster Bremstest mit Volllast, um sicher zu sein, dass wir auch anhalten können. Jetzt sind vor allem Kontrollen auf die Stützen, dass wir überall genug Seilwinkelreserve haben mit vollbeladenem Fahrzeug. Und dass die Seilwinkel auch mit dem, was wir rechnerisch bestimmt haben, übereinstimmen, das ist für uns Kontrolle, ob die Seilspannung korrekt ist. Wir sind jetzt hier talseitig von Stütze 1 im Bereich von um die 59 Grad, was der steilsten Seilbahn der Welt entspricht. Ich würde sagen, jeder Mitarbeiter geht da wirklich mit Stolz raus und sagt, ich habe mitgearbeitet am Schildhorn-Projekt.